Es ist die schönste Altstadt aller Hauptstädte des Nahen Ostens. Wer durch die Gassen zwischen den bis zu achtstöckigen Lehmbauten läuft, fühlt sich augenblicklich in die Vergangenheit katapultiert, in die atemberaubende Welt des Orients, wie er einmal gewesen sein mag. Sana'a, die Hauptstadt des Jemen. Unsere jemenitischen Mitarbeiter haben am 11. Mai vergangenen Jahres diese Aufnahmen gemacht. Saudi-arabische Kampfjets bombardieren den Zivilflughafen, als eine weitere Rakete nur wenige Meter von ihnen einschlägt. Seit über einem Jahr greifen die Saudis fast täglich Ziele der gegnerischen Houthi-Milizen an. Der Stellvertreterkrieg zwischen deren schiitischer Schutzmacht Iran und dem sunnitischen Saudi-Arabien hat das Land in ein Schlachtfeld verwandelt. Selbst Teile der Altstadt liegen in Trümmern. Hier hat eine Rakete fünf der mehr als 400 Jahre alten Häuser zerstört. Eine fünfköpfige Familie wurde dabei getötet. Die UNESCO, die den originalgetreuen Wiederaufbau finanziert, hat die historische Innenstadt von Sana'a auf die rote Liste des gefährdeten Weltkulturerbes gesetzt. Gegen 4 Uhr in der Früh haben sich Flugzeuge vom Norden aus genähert. Dann gab es eine gewaltige Explosion. Die Rakete hat die ganze Altstadt vibrieren lassen. Die Luft war voller Staub. Alle hatten Panik. 10 Mitglieder einer Familie starben an dieser Stelle am 15. September, als sie gemeinsam zu Abend aßen. Auch hierbei handelt es sich ganz offensichtlich um einen Angriff auf ziviles Wohngebiet. Täglich hört man bis heute kreisende Flugzeuge. Kinder rennen dann, so erzählen sie uns, jedes Mal traumatisiert in ihre Häuser. Ich habe diesen furchtbar lauten Knall gehört. Eine Rakete ist ganz in der Nähe explodiert. Ich hatte Angst, ganz große Angst. Überall sind Fensterscheiben zersprungen. Ich bin los und habe versucht mitzuhelfen, um die verletzten Menschen zu retten. Wir sind hin und her gerannt zwischen den Männern von der Ambulanz. Wir haben die ganze Nacht versucht zu helfen, bis morgens um 6. Seit jeher ist der Jemen das Armenhaus der arabischen Welt. Der indirekte Krieg zwischen Teheran und Riad aber hat das Land in eine Katastrophe gestürzt. Seit über einem Jahr gibt es in der Hauptstadt Sana'a keinen Strom mehr. Wasser fehlt in bedrohlichem Ausmaß und muss mit Tanklastwagen herbeigeschafft werden. Hilfsorganisationen können wegen des saudischen Totalembargos die Bevölkerung kaum mehr vor einer drohenden Hungersnot schützen und das Gesundheitssystem liegt vollkommen am Boden. Menschen sterben jeden Tag, weil es nicht genügend Medikamente gibt. Dramatische Zustände, vor denen die Welt die Augen schließt. Weil der Strom fehlt, laufen keine Wasserpumpen. Die Saudis haben alle wichtigen Einrichtungen bombardiert. Molkereien, jede Art von medizinischer Einrichtung, sogar Brücken. Alles, was von einigermaßen großer Bedeutung für den Jemen war, ist vernichtet worden, um sicherzustellen, dass es jetzt einen extremen Mangel an allem gibt. Die Mittelschicht ist in die Armut gestürzt, die ehemalige Unterschicht ins Bodenlose. Keine Hilfe vom Staat, keine Hilfe von außen. Immer mehr Menschen müssen betteln, um zu überleben. Ohne umgehende Waffenruhe, ohne ein sofortiges Ende des Embargos, ohne ein groß angelegtes Hilfsprogramm der internationalen Gemeinschaft, droht der Jemen regelrecht zu implodieren.